tolle Wurst. Platten. Oh Mann, ey. Zum Kotzen. Und wenn jetzt Platten. Ich habe sonst nichts zu tun. Muss ja nur bis nach Peking kommen. Sonst ist aber der Weg. Sind da bloß noch 14 Tage Zeit. Dorthin zu kommen. Raus an der Seite vorbei. Kann man pumpen, wie man will. Da kommt nichts rein. Wenn alles dran vorbeigeht, weil das die Dichtung dafür nicht mehr hält. So eine Scheiße. Das gibt's ja wohl nicht. Hier dieser Aufsatz. Erstmal ist hier der Ring abgefallen, abgebrochen. Dann kommt jetzt dieser Aufsatz raus und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Es bleibt nichts heil, aber auch gar nichts. Mein, das kann doch nicht sein. Warum geht denn jetzt diese Luftpumpe kaputt? Die habe ich so wenig benutzt. Ich habe die Kamera. Jetzt habe ich doch noch Luft bekommen. Der junge Mann hat mir seine Luftpumpe. Ja, ich bin nicht doll. Die Frau hat Haare. So, ich bin's wieder. Gut, dann Jung und zu Tau. Die beiden jungen Herren, die haben mich ja heute abgeschleppt. Ich hatte ja eine Reifenpanne gehabt. Und die haben mich jetzt zum nächsten Ort gebracht. Da haben wir die Luft gepumpt, den Reifen aufgepumpt. Und jetzt haben die beiden mich zum Essen eingeladen. So, Pete, thank you. Ja. Mal sehen, was es gibt. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Jedenfalls zu saures, wäre nicht schlecht. Mal sehen. Stäbchen essen. Heute ohne Gabel. Wir werden jetzt erstmal Mittagessen, Abendbrot essen, das ist eine Stunde draußen. Und mal sehen, was heute noch passiert. Achso, die beiden haben mich ja eingeladen nach Hause, zu sich nach Hause, zum Schlafen. Mal gucken. Wir sind voll gegessen, beim Chinesen, hat sehr lecker geschmeckt. Tschüssi, danke Jungs für die Einladung. Und jetzt geht's nach Hause. Yes.
Ja, hier sind wir jetzt schon wieder im Restaurant. Hier soll ich essen oder schlafen? Weiß ich noch nicht. Was ist es? Hier. Ah, okay. Lolia! Ja, anscheinend gehört Ihnen das Restaurant hier. Die Tankstelle. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah. Arbeitsplatz. Ah, okay. This is your... Ah, das ist der Arbeitsplatz hier von den Jungs. Ja, cool. Gibt leckere Sachen hier. Der Duft ist richtig in der Nase. Cool. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ja, cool. Also wisst ihr jetzt, wo ich schlafe. Guten Morgen. Es ist jetzt 7:15. Ausgeschlafen habe ich nicht. Bin gestern erst um 3 ins Bett gegangen. Ich saß auch so lange an meinem Bericht, meinen Tagebucheintrag. Schon mal die Fenster aufgemacht. Ich hoffe mal, dass sich das nicht einregnet heute. Sieht dunkel aus überall. Das ist shit. Das ist blöd. Inzwischen ist es jetzt kurz vor 8. 20 Uhr. Das Wetter hält immer noch an. Es regnet, es stürmt, es ist arschkalt draußen. Ich bin echt froh, dass ich heute hier noch bleiben kann und darf. Bei den beiden Jungs hier in dem Restaurant, Hotel. Ja. Ja. Kann ich das mal zeigen hier? Boah, das ist so kalt, so arschkalt. Da stehen die LKW-Fahrer. Nee, einfach nur kalt, ekelhaft. Boah, geht gar nicht. Boah, schnell wieder rein. Ein Fahrrad, das steht hier. Das steht trocken. Trocken und sicher. Boah. So, jetzt werde ich mir gleich mal was zum Essen holen. Mal gucken, was es Leckeres gibt. Ein paar Würste, Würstchen, ein Brot, mal schauen. Und da vorne eine China-Pfanne könnte ich mal wieder essen. Ich bin ja in China. China-Pfanne oder süß-sauer. Mal sehen, was die Jungs hier haben. Das ist Video, Dogua, Niao. Gut, ich essen. Mit. Ja. Du bist ein Tourist, oder? Das ist ein Tourist. Bike, Bicycle, ja. Von Tokio to hier to Beijing. Was? 啊,那麼。啊,算了,再來呢。我再去叫,沒叫他。那哪呢?這屁股這裡。被這個折一下就不得了,痛死。你背能不能呢?起個大包。不能讓它折,讓它行嗎?折個兩三口死掉了。能馬上死了不行。哎呀,死了,死人了。好,要不要買一隻Mein Skorpion raus geholt aus den aus meinem Kochtopf und ich musste feststellen, dass der doch noch lebt, der Skorpion. Ich dachte, der wäre tot gewesen, aber der lebt tatsächlich. Ja.
那个是吃的，那种黑的那种。对对对，那种是吃的，那种很大的，没吃那么大，有些。China, China, yo. Good. That's how he brings beatboxing. Beatboxing China. Das Wetter sieht gut aus. Ich kann endlich losfahren heute. Ach, der Wettergott meint es doch gut mit mir. Er will schnell, dass ich nach Peking komme. Ich werde jetzt gleich noch meine Sachen einpacken, die ich hier rumliegen habe. Und dann schwinge ich mich auch schon mal schnell aufs Rad. Sieht zwar trotzdem immer noch grau aus, alles draußen, aber guck mal. Aber ein bisschen kühl ist es noch. Ich werde mir die Socken anziehen müssen. Socken und Jacke. Good, my friend. Thank you very much. And goodbye in contact. Yes, sir. Okay. Tokyo, China. Der Abschied ist gekommen. Goodbye, my friend. Das war eine sehr, sehr nette Gastfreundschaft von Wu Tai-Nyong. Jetzt geht's weiter. Beijing. Richtung Beijing. Die Straße führt nach Beijing. Das ist die. Das ist die G109. Cool. Kein Regen. Bisschen kühl, aber ich bin bereit für den heutigen Tag. Ja! Yeah.